sind wieder eure Funky Sisters. Genau, wieder mit einem neuen Video. Ja, und dieses Video, wie heißt das nochmal? Sister Tag? Ja, es sind so Fragen, die uns betreffen. Ja, die wir dann gemeinsam beantworten und ja, dann wünschen wir mal viel Vergnügen. Frage Nummer 1. Wie alt seid ihr beide? Also ich bin 17. Ich bin 19. Ja. Frage Nummer 2. Beschreibt euch in einem Wort. Laut. Bin ich laut? Nein, ich beschreibe mich und du beschreibst dich einfach. Okay. Oder nicht? Oder wie machst du jetzt? Okay. Wieso beschreibe ich euch? Du beschreibst. Also ich beschreibe mich laut. Halt mich auf bei dir. Eben. Dann ruhig. Ja, eigentlich. Ruhig. Ja, oder. Ja, ich bin ruhig. Kreativ. Ja, auch noch eins für dich. Und da kommt jemand. Ja, okay, dann die dritte Frage. Haben die Leute euch jemals verwechselt? Ja. Ständig, wirklich genau. Ständig. Ich weiß nicht. Dauernd. Wir sehen nicht mal ähnlich aus. Ja. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Oh, seid ihr Zwillinge? Was denn? Bist du jetzt Jessie oder bist du jetzt Natalie? Was ist halt gar nicht Zwillinge? Nein, das gibt's doch nicht. Das ist wirklich. Ja, und wenn sie dann wissen, dass sie keine Zwillinge sind, denken sie, ich bin älter. Ja, dann immer. Ja, aber dann bist du die Älteste. Also was denn du? Ich bin eben noch. Sie ist eben nicht jung und fit. Okay, vierte Frage. Was ärgert euch am anderen? Ja, mich ärgert, dass du immer so faul bist. Immer, wenn wir irgendwo hin wollen, dann heißt es, nee, ach komm, lass mal zu Hause. Nee, ich mag nicht. Oder wenn wir mit dem Hund rausgehen, dann immer so, nein, es regnet. Ja, ich bin faul. Was nervt mich an dir? Du musst immer zu allem irgendeinen Kommentar abgeben, was mich wirklich manchmal nervt. Ja, gib doch auch mal hier bei unserem Video einen Kommentar ab. Ob das nervt sie? Nein! Ob euch Kommentare auch manchmal aufregen? Von anderen Menschen, ich meine nicht geschrieben. Ja. Ja, ich. Ja, dann sag mal Frage Nummer 5. Habt ihr euch jemals gestritten? Klar. Ja. Wieso sollte man sich nicht streiten? Aber wir haben uns jetzt wirklich noch nie vor oder nach einem Video gestritten. Das noch nein. Nie. Aber so in der Freizeit oder ja. Jetzt weniger als früher. Früher gab es wirklich Krieg. Ja, aber obwohl gestern war auch schlimm. Wir haben einfach nichts gemacht den ganzen Tag und dann dachte ich, ja, ich nehme mal die Gitarre nach vorne. Ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen. Ich habe dann ein bisschen rumgetrallert und gesungen und sie dann immer, nein, nein, ich lerne sogar, anstatt dir zuzuhören an einem Freitagabend. Was ist das Beste am anderen? Ich denke, das Beste an dir ist, dass du eine Schwester mit hast. Ja. Nee, warte jetzt ernsthaft. Das Beste an dir ist, dass man mit dir immer Spaß haben kann. Sie hat wirklich immer gute Laune. Das ist echt toll. Immer. Und das Beste an dir finde ich. Was finde ich denn am besten an dir? Dass du auch noch was meinst, ja, jetzt ist genug. Zum Beispiel so eine Öffentlichkeit, wenn ich dann mal wieder übertreibe. Oder irgendwie. Ja. Keine Ahnung, irgendwo, ja, ist doch das und das, dann sie, ja, jetzt heißt es immer, ist denn ein bisschen bodenständig. Ist gut an mir, dass ich dich runterziehe. Ja, das sonst wäre ich dann wirklich, Okay. Ja. Okay. Doch, du bist Lieblings-Insider-Witz. Ich glaube schon, aber mir fällt da nicht ein. Aber ich glaube, wir haben schon einen. Zwischendurch kommt der so zum Vorschein. Ja, also wir haben. Was ich glaube, für den Insider witzig. Irgendwas gibt's aber. Ja, keine Ahnung. Wir haben einen, aber es fällt uns ein. Aber ja, irgendwas haben wir das bestimmt. Insider Witze, klar. Okay. Lieblingserinnerung, die ihr zusammen habt. Die Kindheit. Ja, ich denke,
Ich denke da unsere Theaterspielzeit, das ist meine Lieblingserinnerung. Wir haben halt immer, also irgendwelche, zum Beispiel High School Musical, haben wir auswendig gelernt und dann als Theater nachgespielt und unseren Eltern vorgeführt. Zu zweit alle Personen übernommen. Nicht nur High School Musical, alle eigentlich. Ja. Alle Filme, die wir mochten. Ja, und wir konnten sie einmal gucken und wir konnten sie auswendig. Ja, wir haben High School Musical haben wir auch alle drei Teile auf Englisch gemacht. Also, ja. Und das mit 12, 13 Jahren, ne? Ja. Ja, das war schon. Das ist eigentlich unsere beste Erinnerung. Das hat immer Spaß gemacht. Ja. Seid ihr Vollschwestern, Halbschwestern oder Stiefschwestern? Vollschwestern. Ja. Ja, wir haben die gleichen Eltern. Wir sind verwandt. Okay. Ratet jeweils den Lieblingssänger vom anderen. Miley Cyrus. Ja, und du hast so viele. Bon Jovi, John Jett. Ja, Bon Jovi, sag ich jetzt mal, ist doch einer meiner Liebsten. Ja, ich hab eigentlich alles von früher, habe ich. Mag ich. Ja, so 60er, 80er Jahre. Ja. Wer braucht länger, um sich bereit zu machen? Es gab eine Zeit, da musste ich immer auf sie warten. Ich musste sich immer noch kurz schminken, wir nur mit dem Hund zu spazieren. Ja, weil wir damals noch Fotos für Facebook machen wollten. Ja, hallo. Ja, aber keine Ahnung, wir sind so eher gleich. Eigentlich müssen wir immer auf unsere Eltern warten. Ja, meistens sind sie parat, dann wenn wir parat sind, sind sie schon wieder irgendwo anders. Ja, aber ich weiß auch gerade nicht, auf wen wir warten. Es ist unterschiedlich. Jo. Je nachdem, wohin wir wollen. Okay, hohe oder flache Schuhe? Also ich dachte immer früher als Kind, ich muss unbedingt hohe Schuhe haben, aber wegen meiner Größe und so. Ja, und habe ich dann nie angezogen. Also ich habe schon angezogen, aber ich mag das irgendwie gar nicht. Also ich habe lieber flache Schuhe. Ich auch. Ich habe nicht mal hohe Schuhe. Sie hat einige, aber ich habe nicht mal welche. Weil ich mich dann viel zu groß fühle. Ja. Und da drin kann man nicht laufen. Hosen oder Röcke? Im Sommer trage ich wirklich lieber Röcke, ja? Ich bin eher der Rocktyp. Zwar Hotpants mag ich auch sehr, aber Röcke finde ich immer noch schön. Nein, also bei mir ganz klar Hosen. Also es gibt im Sommer schon Anlässe, da habe ich mal ein Kleid an. Aber das sind dann wirklich spezielle Anlässe. Aber sonst wirklich nur Hotpants oder Hosen im Winter. Sonst nie. Okay, Lieblingstier. Also meins ist der Tiger. Meins, ich liebe Hunde. Jeder Hund hat ein Herz. Nee, wirklich Hunde. Ich liebe Hunde. Jeder Hund finde ich. Jeder Hund hat ein Herz. Ich finde der Hund ja einfach voll süß. Ich habe ein Herz für Hunde. Wenn dein Haus brennt und die ganze Familie schon in der Sicherheit wäre, in Sicherheit wäre, was würdest du retten und warum? Ich denke, das Handy. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Aber wenn ja die Familie schon gerettet ist, dann kann man ja das Handy nehmen. Ja, da kann man auch seine. Ich würde auch das Handy nehmen, da kann man auch seine Kumpels und so sagen: Hey, ich hab überlebt! Lass uns feiern! Und da sind ja auch viele Erinnerungen drauf mit Fotos und so. Ja, ich denke, Handy. Auf Handy. Comedy oder Horrorfilm? Horror. Ich Comedy. Also, ich liebe es, wenn Filme lustig sind. Ich mag's auch, aber Comedy sind für mich langweilig. Da passiert immer dasselbe. Und Horror ist. Gruselig. Ich mag Horrorfilme. Ja, aber sie hat dann immer Angst. Ja, ich kann sie kaum anschauen, aber ich will, weil ich dann weiß, am Schluss hat er mir gefallen. Aber es wird mittendrin. Weil du dann mal anbrechen. Ja, weil du dann mit Stolz sagen kannst: Ich hab's geschafft! Nein, aber er gefällt mir, aber ich kann fast nicht zugucken. Die Hälfte sehe ich nicht, aber ich muss trotzdem. Okay, weiter. Samsung oder iPhone? Wir haben beide Samsung. Jo. Galaxy. Lieblingsfilm? Och, nö. Ich hasse solche Fragen. Das hatte ich ja schon in meinem 100-Fragen-Video. Und da sagte ich,
Hat eh nur hier ist einer meiner Liebsten. Ja. Ja, das sage ich. Ich denke, mein Lieblingsfilm ist Pretty Woman oder Notting Hill. Ja. Oder haben Sie das von den Mormons gehört? Oh ja, das ist auch Mist. Ja, aber nein, ich bleibe bei Pretty Woman. Okay. Was ist das Seltsamste, was der andere isst? Wir essen. Sie ist vom Speck immer das Glibberige, das die Schwarte. Ja. Ich weiß auch nicht, die Haut. Nee, das ist das Beste, das Weiße. Ich sag mal den. Dem Schmutzigen. Ja, Fett. Das ist das immer Beste. Oh. Und du, was isst du? Ich esse sorgfältig. Nee, da geht's bestimmt auch etwas. Gorgonzola esse ich auch immer, oh. Schon immer. Och nee, es ist schon wieder Gorgonzola gegessen. Es ist schon wieder Gorgonzola-Zeit. Schnell, das Gorgonzola esse ich. Aber ich weiß was ich esse. Was denn? Nudeln mit Ketchup. Ach ja, sie isst immer und überall muss sie Ketchup dazu haben. Zu Teigwaren, zu Fleisch, zu irgendwas muss die Ketchup dazu haben. Nudeln sind aber so lecker. Ich bin nicht der Ketchup-Typ von dem her. Doch, ich schon. Das ist, ja, genau. Habt ihr etwas gleich? YouTube. Ja, obwohl das aussieht nicht. Das ja, YouTube. Wir sind fast gleich groß. Wir haben so dünn. Wir haben so die gleichen Hobbys eigentlich auch. Also was mit Film und Fernsehen zu tun hat. Singen. Wir singen sehr gerne. Obwohl wir es nicht können. Ja, die Armen, die uns zuhören müssen. Und jetzt noch die letzte Frage. Was ist eure Lieblings-TV-Show? Modern Family! Friends! Ach, ja, die auch! Okay, die zwei sind wirklich auf der obersten Höhe. Die sind einfach top, die zwei Sendungen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Und dass ihr jetzt wisst ihr auch wieder etwas mehr über uns. Ja, dann würden wir uns freuen über einen Daumen hoch. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und verlinken euch nur noch das letzte Video. Das war die Heads Up Challenge. Ich wusste nicht mehr, wie sie heißt. Ja, das war auch sehr amüsant geworden. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.